Frau Furich, warum gehört der Umgang mit Fake News für Sie unbedingt in den Unterricht? Ja, weil Kinder und Jugendliche damit in ihrer normalen Welt ständig konfrontiert werden und das ohne das zu merken. Und deswegen ist das total essentiell, dass das in der Schule auftaucht, besprochen wird, dass Kinder überhaupt lernen, das zu erkennen. Wie soll ich das erkennen, wenn ich davon noch nie etwas gehört habe? Und das ist die Lebensrealität, in der wir uns heute bewegen. Und deswegen ganz zentral für den Unterricht. Medienkompetenz, einfach, ja, super wichtig. Kommen wir doch einmal zu diesem Erkennen von Falschinformationen. Welche Grundlagen sollten Lehrkräfte denn ihren Schülerinnen und Schülern mitgeben, damit sie diese erkennen? Also ich glaube, es fängt eigentlich schon einfach ganz einfach an, hinterfragen. Nicht alles glauben. Klar, das ist in der Schule schwierig. Man soll ja den Lehrerinnen und Lehrern Dinge glauben. Und ich merke das auch selber in meinem Job als Moderatorin. Die Kinder glauben mir. Was ich sage, das ist Gesetz. Das sagen uns die Eltern manchmal. Die kriegen Zuschriften, also wir kriegen Zuschriften, wo dann gesagt wird, ja, das wurde bei Logo so gesagt, das stimmt. Zum Glück stimmt es bei Logo auch. Aber es gibt eben viele Plattformen, da stimmt es nicht. Und da muss man einfach, diese Unterschiede muss man erkennen lernen. Und das kann man nicht, wenn man da nicht weiß, welche Mechanismen man anwenden kann. Und also hinterfragen ist dieser eine große Punkt, womit es anfängt. Und wenn man unsicher ist, vielleicht einfach mal mit jemandem darüber reden. Es gibt bestimmte Punkte, die einfach auf Fake News hinweisen können, wenn etwas besonders krass oder drastisch formuliert ist. Ist das vielleicht nicht besonders journalistisch? Journalistisch ist eigentlich nicht wertend. Fake News sind es häufig. Mit sowas fängt es schon an. Oder mal gucken, gibt es andere Nachrichtensendungen, die über dieses Thema berichten? Wenn das nicht der Fall ist, könnten vielleicht Fake News dahinter stecken. Solche Dinge. Jetzt haben wir ja schon Fake News, also Falschinformationen. Für welche anderen Fallen, also welche anderen Fallen lauern denn sonst noch im Netz, auf die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler vorbereiten sollten? Also ich glaube, ein ganz großer Punkt ist Mobbing tatsächlich. Also gerade im Social-Media-Bereich, Cybermobbing wird es ja auch oft genannt. Das sind die Rückmeldungen, die wir von Schülerinnen und Schülern immer wieder bekommen. Das ist ein Riesenthema. Mobbing in der Klasse gibt es sowieso, aber das weitet sich aus. Das geht wirklich, also Mobbing im Social-Media-Kreisen, das ist einfach ein riesiges Thema und kann sehr, sehr verletzend sein. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass die Schule sich diesem Thema annimmt und da ja, die Kinder für sensibilisiert. Und das ist natürlich nicht einfach, natürlich. Aber ich glaube, das muss Schule leisten, ja. Kommen wir noch einmal zurück zum Thema Desinformation. Wie gehen Sie eigentlich in Ihrer Redaktion damit um? Also macht es einen Unterschied, dass Sie eine öffentlich-rechtliche Redaktion sind in dem Fall? Ich würde sagen, ich hoffe nicht. Ich würde hoffen, dass alle Journalistinnen und Journalisten so recherchieren, wie wir es tun. Aber natürlich stehen auch viele Redaktionen unter Druck. Man will schnell sein. Man muss auch heutzutage schnell sein, weil es ist nicht nur einmal am Tag abends Nachrichten, sondern ständig. Und wenn man nicht schnell ist, dann verliert man vielleicht den Kontakt. Aber noch wichtiger als schnell zu sein, ist es richtig zu sein. Nur so kann man das Vertrauen aufbauen. Und deswegen, ja, Recherche ist das A und O. Und dann sind wir vielleicht mal nicht ganz so schnell wie andere, aber dafür richtig. Sie haben es jetzt ja gerade eben schon einmal angesprochen, dass Ihnen die Kinder, wenn sie bei Ihnen zuschauen, alles glauben, eben auch, weil sie ja diese Kompetenz mitbringen. Wie gut steht es denn aus Ihrer Sicht um die Medienkompetenz bei Kindern im Grundschulalter? Also das kann ich natürlich pauschal nicht so komplett beantworten, weil ich ja nicht im Schulbereich unbedingt immer tätig bin. Aber wir gehen natürlich immer mal wieder in vereinzelte Klassen. Und da muss ich einfach sagen, es gibt riesige Unterschiede. Es gibt wirklich sehr, sehr junge Kinder, die sich schon total gut auskennen und die auch wirklich Nachrichten schon erkennen können. Die können sogar Fake News erkennen. Und dann gibt es Kinder, die wissen überhaupt nicht, was ist der Unterschied zwischen irgendwas auf YouTube und öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Und da merkt man einfach, klar, unser Schulsystem, es gibt richtig gute Sachen und es gibt aber auch Sachen, die funktionieren nicht gut. Und ja, man würde sich einfach wünschen, dass alle Kinder den Zugang haben, so etwas zu lernen, weil natürlich kann das auch nicht jedes Elternhaus leisten, das ist ja auch klar. Und deswegen bleibt es am Ende wieder bei der Schule hängen. Und es wäre so wichtig, wenn sich das jede Schule auf die Fahne schreiben würde, weil das ist die Zukunft.